Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich auch noch beim Autofahren. Ich habe den Sender Steve mit dabei und wir fahren heute zur legendären Halde Hoppenhof. Wir sind sehr gespannt, was uns da erwartet. Natürlich haben wir viele Videos gesehen, aber in Real Life ist es immer eine andere Geschichte. Ihr seid mit dabei. Wir sehen uns gleich auf dem Parkplatz oder wo auch immer wir ankommen. Was geht ab, Leute? Wir sind angekommen an der Halde Hohewart. Die ist hier dort im Hintergrund und irgendwo dort müsste die Halde Haniel sein. Quatsch, Halde Hoppenbruch. Meine Fresse, ey, die ganzen Halden, unglaublich kompliziert hier. Ja, wir laden jetzt hier entspannt aus, haben schon mal gefrühstückt, weil irgendwie der Hunger schon reingekickt hat. Protektoren anziehen und dann geht's ab. So Leute, auf dem Weg zur Halde Hoppenbruch, jetzt so hinten irgendwo bei Hohewart geparkt und müssen jetzt mal gucken, wo es jetzt letztendlich reingeht. Es ist auf jeden Fall richtig krass viel los. Die Parkplätze sind schon voll auf der einen Seite, auf dem, wo wir waren, ist es auch voll. Also ich glaube, heute ist da echt High Life angesagt. Aber naja, ist ja Feiertag. Wir fahren jetzt hoch und gucken uns das Ganze jetzt mal von außen an. Da waren jetzt gerade richtig viele Kinder. Das heißt, vielleicht ist da was für uns Anfänger mit am Start hier. Aber wir werden es heute euch berichten. Und vor allem für mich eine ganz wichtige Frage immer, wie lange dauert der Weg nach oben, wenn ihr eine Abfahrt gemacht habt? Und auch das werde ich euch berichten heute. Ja, wir suchen jetzt hier mal den Weg nach oben und dann melden wir uns, wenn wir oben angekommen sind. Also direkt mal zu dem Thema Weg nach oben. Das Ganze ist eigentlich relativ gut ausgeschildert. Irgendwann findet man so die Schilder, die zu den Trails führen und irgendwie geht es dann auch nach oben. Der Weg nach oben ist tatsächlich gar nicht so anstrengend, also nicht so steil. Es gibt zwar so ein paar Stellen, wo man dann echt steil hochschieben muss, aber auch das geht eigentlich klar. Also ich glaube, vom allein Hochschieben wird man hier nicht so schnell müde. Als allererstes haben wir uns dann die Hühnerleiter vorgenommen und da gibt es verschiedene Drops, ein paar kleine Tables und am Ende der Kurve einen richtig, richtig schönen großen Table. Ich muss sagen, die neuen Techniken, die ich vom Thomas gelernt habe, haben mir echt ein gutes Stückchen Sicherheit gegeben und ich wusste zumindest so ein bisschen mehr, was ich hier mache, auch wenn es mir immer noch schwer fällt, die Techniken anzuwenden. Ich denke mal, nach und nach wird es immer besser werden, aber ich glaube, das Ganze bleibt einfach noch so ein bisschen in den Automatismen hängen, bis man es echt noch viel, 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 viel öfter gemacht hat. Okay, ich glaube, Jumpline ist geradeaus. Leute, nicht zu viel Kette geben. Ich kenne die Strecke nicht. Dann let's go, der Hase. Dann haben wir uns also die Jumpline angeguckt und ich muss sagen, die Jumpline ist somit die spaßigste Line, die ich hier so gefunden habe für mich. Zwar viele Gaps bzw. Doubles, aber
dennoch ziemlich, ziemlich spaßig. Man muss sich das Ganze allerdings wirklich ein bisschen angucken und sich da echt reinfuchsen, weil einfach so drüber fahren, ohne die Strecke zu kennen, ist auf jeden Fall gar keine Option. Ganz, ganz wichtig ist vor allem auch hier das richtige Tempo zu fahren. Ah, Digga, die Leine ist aber übelst geil. Ja, viele scheiß Wurzeln hier, ne? Leute, wir fahren zurück zum Auto, weil man muss echt was trinken zwischendurch. Ich würde echt empfehlen, dass man am besten so einen Rucksack am Start hat mit Trinkflasche. Muss ich mir noch besorgen. Jo Leute, wir fahren jetzt los in die zweite Runde. Ich muss sagen, die Strecken sind auf jeden Fall nice, aber man muss sich so ein bisschen reinfuchsen. Also man muss sich echt so ein bisschen auskennen. Besonders gut hat mir die Jumpline gefallen, aber da muss man sich auf jeden Fall richtig reinfuchsen, weil einfach super viele Gaps und Doubles und so weiter da sind. Deswegen fahren wir jetzt nochmal hoch. Wir haben auf jeden Fall noch die Freeride offen, Enduro-Rundkurs. Weiß ich nicht, ob wir das uns antun wollen, weil es halt anstrengend ist, ne? Aber mal gucken. Round 2. Der kommt halt mies in der Kurve. Das macht mir ein bisschen Struggle. Jo Leute, das Gap hier, den spare ich mir noch auf fürs nächste Mal. Ich glaube, ich habe aber einfach zu lange überlegt und ich denke eigentlich, man muss echt nur drüber fahren. Ja, das, was mich jetzt noch so ein bisschen gestruggelt hat, war, dass der einfach nach der Kurve so kommt, dass ich dann irgendwo sonst wohin fliege. Ja, man kann ihn halt nicht so super gerade anrollen. Obwohl ich eigentlich glaube, ich hätte es machen können, aber wie das so ist, hat man da so ein kleines Problem im Kopf. Ja, jetzt gehen wir die Freeride Line abchecken. Der Steve ist schon heiß drauf. Ne? Ja, heiß wo? Ach ja. Was ein Baum. Geile Sau. Geiler Baum, ne? Okay, Freeride Line. Die Freeride Line fängt eigentlich ziemlich unspektakulär an. Ist sogar als blau ausgeschildert. Doch dann am Ende kommt man zu dem legendären Bush Gap. Und das konnte man sich leider irgendwie nicht richtig angucken. Es war auch einfach zu viel Betrieb, um dort einfach neben die Strecke zu gehen. Deswegen haben wir das auch komplett ausgelassen. Aber erstmal steht auf jeden Fall das nächste Mal dieses kleine Gap auf der To-Do, die ich auf der Jumpline gefunden habe.
Also Leute, die Freeride Line gefällt mir richtig gut. Echt bisschen Bikepark-Feeling. Gut ausgeschildert hier auch alles. So dass man immer weiß, wo der Aufstieg ist und so und wo die Lines. Also Respekt an den, ich glaube, FC Herten ist es, was sie gebaut haben. Jo Leute, das war's. Halde Hoppenbruch. Ich würde sagen, wir waren nicht das letzte Mal da. Sehr, sehr schöner Spot. Riesenrespekt an den FC Herten, glaube ich, heißt das ganze Ding. Macht ihr mega gut. Richtig schön gebaut. Gut in Stand gehalten. Wenig Bremswellen sogar drin. Also alles in allem guter Spot. Richtig für Anfänger geeignet. Vielleicht nur der Enduro Trail, würde ich mal behaupten. Den sind wir allerdings gar nicht gefahren. Und ich muss auf jeden Fall nochmal hier hinkommen, denn da gibt es halt das ein oder andere Gap, dass ich noch nicht gesprungen bin. Und das steht auf dem Programm für nächstes Mal. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wir sehen uns nächste Woche in den nächsten Videos wieder. Also lasst mir unbedingt ein Abo da, denn ich droppe jede Woche mindestens 2 neue Videos. Wir gönnen uns jetzt hier was Gesundes zu essen. Yeah. Bis zum nächsten Mal, Leute. Bleibt fit und gesund. Macht's gut. Ciao. Lesen auf dem Schild. Lies mal, was auf dem Schild steht.